Wahrscheinlich eines der exklusivsten Geburtstagsständchen aller Zeiten. Wie die Nürnberger Symphoniker in der Meistersingerhalle zum 100. Geburtstag der WBG gratulieren, ein wahrer Ohrenschmaus. Eingeladen zum Jubiläumskonzert alle Kundinnen und Kunden der WBG. Zu unserer großen Freude konnten tatsächlich 1800 Leute heute hier kommen. Das heißt, wir haben so viele Kunden, nicht nur Mieter, sondern auch Käufer von Häusern. Da ist es ja manchmal anders. Die wollen ja manchmal dann mit dem Verkäufer nie mehr was zu tun haben. Bei uns kommen die tatsächlich noch zum Konzert nach vielen Jahren, weil sie zufrieden und glücklich sind mit der WBG. Und so soll es sein. Die Symphoniker spielen an diesem Abend unter der Leitung von Alfred Eschwe von der Wiener Volksoper. Besonderen musikalischen Glanz verleiht ihnen noch der Stargast aus derselben Stadt, die bekannte Sopranistin Illico Raimondi. Der symbolische Eintrittspreis von 5 Euro pro Karte wandert nicht in die eigene Tasche. Im Gegenteil, die WBG legt noch kräftig was drauf und übergibt dem Sozialreferenten der Stadt eine Spende über 30.000 Euro. Für das Projekt Jedem Kind ein Ferienerlebnis. Eine Aktion im Rahmen des Programms gegen Kinderarmut. Wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, weil wir wussten auch relativ schnell, was wir damit anfangen wollten. Wir haben ja vor 2008 ein Programm gegen Kinderarmut aufgelegt, das wir jetzt inzwischen fortgeschrieben haben. Und da ist so neben anderen Fragen Teilhabe an Kultur, Schwimmen lernen, auch für jedes Kind ein Ferienerlebnis. Und das wollen wir mit dieser Spende ermöglichen. Neben sozialer Verantwortung beweist die WBG an diesem Abend vor allem kulturelle Kompetenz. Stücke von Richard und Johann Strauss Sohn, von Robert Stolz oder Franz Lehár. Vollendeter Musikgenuss auf allerhöchstem Niveau. In einer dem Anlass entsprechenden Atmosphäre. Ein Jubiläum zum Genießen.